Kann ich ihn nicht blamen? Du kannst ihn... Modi! Okay, er reagiert nicht auf uns. Gucken wir nochmal kurz in den Chat. Abgehoben. Was gibt's so Neues? Nisha hat gegen Milo gewonnen, ja. Und grüß dich, Ziggy, grüß dich. Alles fit bei dir? Was passiert da im Hintergrund bei uns? Warum viele Affen, große und kleine. Besonders große viele. Didi ist eigentlich nicht so. Besonders, weil Milo jetzt aufhören will mit dem Char. Aber ne, ich meine, eigentlich auch kleiner. Warte mal ganz kurz, das ist doch... Palutina. Hank auf Palu? Hank auf Polu? Nee. Hank auf Palu? Was? Ja. Okay, auch einen Char, dass man, wo man weiß, dass Honk den auf jeden Fall noch parat hat. Eigentlich auch Honk keine schlechte Option eigentlich gegen Steve. Oh, Steve ist... Außer natürlich... Kriegt einfach krasse Kombos in Two Block Edge Grads, aber da haben die Blöcke das nicht ganz geblockt. Air Dodge da offstage, weil er zu viel Angst hat vor der Kombo. Schrobo mit der API. Ist natürlich eine gewagte Option. Kann natürlich hart gepunished werden, aber hätte es getroffen, hätte er so eine Upsmash rausgekriegt. Ich weiß nicht, ob der schon getötet hätte. Aber vielleicht hätte er auch einfach eine Kombo kriegen können. So, der Two Frame. Hat ihn sehr schön mit dem Full Hub einfach aus dem Minecart gecatcht. Darf Schrobo nicht zu wosig führen. Sehr schöne Reversal da aus dem Upbeat. Das, was er davor schon versucht hat. Futsu Block. Ist das ein Tag? Ist das ein Ding? Wer braucht schon Futsu Down, ja, wenn er Futsu Block macht? Shit, zu viel losgelassen. Das ist eine sehr nice Option. Das zeigt auf jeden Fall schon die Matchup-Knowledge gegen Steve. Was man machen kann, wenn er oben ist. Einfach Present of Mind. Viele Palu-Mains wahrscheinlich nicht bereit dafür, weil es einfach so ein Move ist, den man nicht so oft drückt. Aber der in manchen Situationen einfach schon sehr stark sein kann. Einfach so eine Option, die andere Charaktere nicht haben, so hoch zu hitten. So, Schrobo natürlich als jemand, der auch sehr viel Palutena gespielt hat, bereit, nicht von den Throws gemixt abzuwerden. Definitiv. Palu war ja auch mal kurzzeitig sein Secondary. Ja. Aber Honk spielt das ja einfach so solide runter. Honk spielt das super solide. Gab ein paar brenzliche Situationen, wo auch ein bisschen gepanikt hat in Disadvantage, aber einfach das Neutral so clean und halt einfach das sehr gut gegen Steve spezifische Optionen. Wirklich, der Smash gegen das Minecart da, das er da oben gecatcht hat. Mich hat es aus dem... Die Frage ist, wird das jetzt Restock oder holt Schrobo PvP sich das noch? Ja, Schrobo PvP holt sich zumindest das eine Stock. So, aber jetzt immer noch extrem weit zurück. Braucht schon ein halbes Wunder, wenn er das schaffen will. Besonders gegen einen Spieler wie Honk und gegen einen Char wie Padu, der es einfach solide runterspielen kann. Hamster mit der Motivation. Aber ich glaube, das bleibt auf jeden Fall da. Wir lesen nur gerade mal nebenbei den Chat nach, was gerade passiert ist. Ja, mein Tab's ja auch, dass Honk das Match einfach gut kennt. Haben wir auch schon gesehen, ne? In wir sind vielen auch schon Optionen. Mitten im Match. Die erste Combo ist schon durch von Schrobo. Ja, hat eigentlich letztes Mal ja auch genauso angefangen. Einfach mit einer guten alten Steve-Combo. Oh, sehr schön abgewartet und gechased. So, ich glaube, Schrobo hat auch keine andere Option, als Steve zu spielen. Main jetzt Steve schon eine ganze Weile. Ja. Ich meine, hat natürlich die Palu, die wahrscheinlich immer noch ready ist, aber wer will denn Palu Dittos spielen in dieser Situation? Ja. Auch gerade noch gegen den Honk, der gerade deinen Steve fast gestreetstockt hat. Also, nee. Ja. Schrobo muss einfach patient bleiben und das jetzt probieren, über den Steve zu holen. Einfach nochmal alle seine Varo-Erfahrungen mitbringen. Sehr schöne Option mit dem Minecart, um zu delayen. Ja. Aber der Backflow reicht schon. Wow.
Direkt in der Litsch halt. Aber Schobo und Rohr meinen. Ja, aber so wie das Nuschel bisher lief, bringen ihm wahrscheinlich auch alle Materialien der Welt nicht allzu viel. Muss natürlich aufpassen, dass er genug Eisen hat. Und Diamond wird natürlich auch wichtig, wenn er dann mal die Advantage kriegt, dass er die auch einfach komplett ausnutzen kann. Empowered Minecart schon fast. Kriegt den Spike nicht ganz, nur on stage. Weiß schon, dass er da einfach rauskommen kann aus dem Minecart. So, jetzt kommt Matchup-Knowledge wieder ins Spiel. Aber ne, Steve kann einfach den Regrab ganz easy punishen. Mit sehr aktiven Moves, die auch so stark sind. Und jetzt kriegt er wieder ein bisschen Advantage. Ja, das Problem bei... Gerade sehr viele Blöcke hier, aber Honk bleibt einfach auf der Platte. Oh, was war das für eine Option? Das hat funktioniert. Macht quasi gleich das wird der Side was. Aber das ist auch smart, weil Schrobo kommt da nicht raus, weil sein eigener Block ihn den Weg zersperrt auf dem Boden. Seitdem ist Schrobo sehr, sehr gering an Materialien, gerade wenn du siehst. Ja, fast gar nichts. Aber er hat den Diamond fürs Last Stockton. Oh. Weiß nicht, was Honk da gerade am gucken war, aber... Ich glaube, der hat gerade hinten in die Crowd geguckt. Nein, Spaß beiseite. Ach, das mit gucken. Diese Art von gucken. Diese Art von gucken. Boah, er nimmt jetzt trotzdem Diamond schon. Er nimmt's raus. Naja, ich meine, wenn er einfach Bus... Dadurch, dass er wenig Materialien hatte, hatte er ja kein Dirt, warum er gleich Steine geplaced hat. Und das Game sieht doch schon mal viel, viel besser aus als das erste. Definitiv. Das könnte sein Game noch werden. Schrobe auch viel Astoria mit Palo nicht nur selber gespielt. Ja, natürlich. Letztes Turnier, mit Salem. Mit Salem mal rückwärts, a.k.a. Miles. Genau. Mit dem er viel gespielt hat, auf jeden Fall, gut befreundet sind. Letztes Turnier mit Aggrice, einfach super Set gehabt. Und mit Aggrice auch schon andere Historie gehabt. Infamously JV Ford worden, das muss man leider immer erwähnen. Oh ja, das war krass, das war auf dem polnischen Turnier, oder? Ja genau, das war in Polen. Hat Aggrice natürlich noch neu den Polen-Buff gehabt. Macht er den Gomme-Mode? Ich war gerade aus der Crowd. Nur den Gomme-Mode. Ja, immer ready einfach. Im Hintergrund haben wir gerade den Cheer von Zebra gehört für Honk. Ich glaube, der Schmerz von Schrobo sitzt immer noch tief in ihm, dass er für Honk cheert. Er stimmt, letztes Mal verloren das Turnier. Jetzt lenkt er gerade vom Thema ab. Er lenkt natürlich vom Thema ab, er sucht seine Mate. Das ist seine Antwort auf die Frage. Oh, es ist halt so wenig Materialien, was macht... Okay, aber jetzt hat er wieder Honk in der Corner. Das ist seine Chance eigentlich hier. Das ist... Aber Honk einfach sofort, nutzt sofort die Option, um wieder Center Stage zu kommen. Tragisch. Schade. Aber ja, das sehr solide. Das Game war auf jeden Fall sehr solide, muss man sagen. Ja, sehr schön, diesmal von Schrobo adapted. Aber Honk einfach super solide runtergespielt, super Matchup Neues bewiesen, dass er auf jeden Fall auf Steves vorbereitet ist. Was haben wir als nächstes? Longomali als nächstes. Longomali. Auf jeden Fall, wenn, wie ich erwarten würde, Longo einfach für seinen guten alten Rob geht. Auf jeden Fall ein sehr hartes Matchup für ihn. Aber er hat, glaube ich, letztes Mal irgendwann bei Boot Up, als die beiden gespielt haben, weiß nicht, ob sie seitdem nochmal gespielt haben, da hat Longomali regelrecht vorgeführt, einfach seine Seele gereadet, einfach jeden Tech-Chase, jede Option im Mutual einfach gecall-outet. Sehr interessant, ob es diesmal wieder ähnlich aussehen wird. Auf jeden Fall, die Beine haben halt durch das Boot Up schon mal eine History. Da haben wir auf jeden Fall schon mal was zu sehen. Und ja, ich bin gespannt, weil wirklich, Longo, wenn er Bock hat, das kann er einfach zerstören. Auch mal endlich mal wieder Longo auf dem Berliner Turnier. Ja, das ist es halt. Longo mal wieder auf dem Berliner Turnier. So lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte war sogar dieses Boot Up. Oder was steht denn?